Hallo zusammen und willkommen zurück zu Heroes of Might and Magic. Und ja, wir wollen heute natürlich nochmal diese Mission gegen diesen Lord Iron Fist oder ich weiß nicht, wie er jetzt im Deutschen Eisenfaust oder so. Also, ja, das wäre die Übersetzung, aber hieß ja so ein bisschen anders irgendwie. Ist auch egal. Natürlich nochmal probieren. Zuletzt wurde man ja dann von seiner relativ großen Armee und so weiter überrannt. Und ja, natürlich, die Idee war jetzt schon, das ein bisschen halt schneller anzugehen. Wir haben ja schon mal einige Informationen. Wir wissen, dass wir auf unserem, im Prinzip die ganze Zeit am Anfang praktisch keine Interaktion mit dem Feind haben. Das heißt, wir können im Prinzip unsere Sache dort durchziehen, wie auch immer wir das machen wollen. Also, die Möglichkeit haben wir auf jeden Fall schon mal. Ich hatte jetzt, also ich wollte mich das jetzt nicht zu extrem irgendwie spoilern lassen oder sowas. Es gab irgendwo so einen kleinen, sagen wir mal, deutschen Guide für das Spiel, wo das so relativ mal so in drei, vier Punkten so leicht beschrieben worden ist. Und da musste ich dann doch lachen. Der hat geschrieben, ja, der Gegner hat halt mehr Burgen als wir und so weiter. Das haben wir uns ja fast schon gedacht. Und kann deshalb natürlich theoretisch eine große Armee aufbauen. Allerdings ist die KI nicht clever genug, um alle Truppen einem sozusagen Helden zu geben und hat dann somit natürlich nie eine wirklich starke Armee. Da musste ich natürlich schon ein bisschen lachen, weil die Armee, die da zu uns kam, die war schon verdammt stark. Also vielleicht war er bei uns cleverer gewesen. Oder es lag halt nur daran, dass wir halt ein bisschen langsamer waren. Weil, wie schon gesagt, das ist halt so ein bisschen die Sache. Jetzt kennen wir einmal so die Karte. Jetzt ist nicht ins allerletzte. Ich könnte jetzt aber den alten Spielstand laden nochmal nach, aber das muss jetzt nicht sein. Nicht ins allerletzte Detail, aber wir wissen schon mal, wie weit wir sozusagen gehen können, ohne dass wir überhaupt, wie schon gesagt, den Feind dort haben und dass wir dort in Vorwärtsbewegung sind. Das ist das eine. Und dann gibt es noch eine zweite Sache. Es gab ja diesen einen Typen, den ich gesagt hatte, wo ich eben dieses Spiel hier gesehen hatte. Dann ist mir aber allerdings aufgefallen, dass er sozusagen dann, also das waren 10 Folgen oder so gewesen, und er hat im Prinzip dann nach dieser vierten Mission, also die Vorgänger von der, die wir jetzt hier spielen, abgebrochen und hat die nicht, wo offensichtlich nicht geschafft. Also, da waren wir ja auch mal ein bisschen zwischendurch im Bedrängnis, wo wir gar keine eigene Burg mehr hatten und so weiter, haben uns dann aber noch durchgebissen im ersten Versuch. Von daher ist es auch erstmal okay, war jetzt nicht die Sache, aber was ich nochmal dann irgendwo gesehen hatte, und ich weiß nicht, ich hatte das auch mal falsch verstanden, beziehungsweise dieser andere Typ, den ich dort eben am Anfang gesehen habe, der hat das auch nie gemacht, und zwar mit diesen Einheiten, die man dort von der einen Einheit zur nächsten transferieren kann und ähnliches, oder auch im Schloss. Und zwar wurde da immer gesagt, dass man diese Truppen nicht teilen kann. Und vielleicht habe ich das dann nur fehlinterpretiert, was damit gemeint ist, aber das will ich jetzt nochmal zeigen. Also Kampagnenspiel, Scene for Win, klar, das war die. Eins und zwei, da sind wir dann, denke ich, schon zu weit drin. Das machen wir nicht, fangen wir nochmal von vorne an. Und bevor ich da jetzt. Ich weiß nicht, ob sich hier irgendwas verändert, wenn man das neu lädt. Ich weiß nicht, ob hier beim letzten Mal noch Fäden waren, aber das ist jetzt auch erstmal egal. Aber was ich jetzt damit mal zeigen will. Man kann natürlich Truppen, das ist vielleicht dann das, was damit gemeint ist. Man kann halt jetzt diese Orks ja nicht in zwei Gruppen oder sowas aufteilen. Das geht nicht. Aber ich dachte ja, man kann dann auch nur die kompletten 5 hier hernehmen und die rübergeben. Allerdings, was man tatsächlich machen kann, ist, man kann sich aussuchen, wie viel hier rübergegeben werden. Zum Beispiel. Vielleicht geht Numpad nicht, das will ich jetzt nicht. Und dann hat man einfach einmal 4 rübergegeben, und das funktioniert nicht nur sozusagen hier auf der Borg, sondern auch wenn zwei Truppen untereinander Truppen austauschen. Und das ist jetzt schon eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir deshalb jetzt die letzte Schlacht gleich gewonnen hätten, aber das ist für mich jetzt schon ein gewisser, in Anführungszeichen, Game Changer, weil ich kann dann natürlich. Wir haben ja jetzt 5, sagen wir mal, von den Einheiten, die wir am Ende hier haben wollen, einen anderen Helden hernehmen, der kann sich alle 5 verschiedenen Typen davon sozusagen in seine Armee aufnehmen und uns dann Nachschub liefern, und wir müssen nicht einen kompletten Stack dann bei ihm von den Einheiten, die er ihm hatte, lassen, sondern es reicht, wenn wir ihn dann zum Beispiel einen Wolf, würde vielleicht Sinn machen, ne, weil das die schnellste Einheit ist, einfach am Ende übrig lassen. Und das hat natürlich schon einen großen Vorteil für uns, weil wir so natürlich mehr Truppen und so nachziehen können hier. Von daher, das soll, denke ich mal, auf jeden Fall passen. Wir starten ja schon mit Brunnen und weiteres. Wir hatten gesehen, wir werden als erstes jetzt diese Brücke mal bauen. Dann können wir mal kurz schauen, was für einen Tag haben wir. Wir werden jetzt Tag 4. Das heißt, wir bauen Brücke. Der Brunnen ist auch schon da.
Wir haben halt 30 Hertz, das ist halt so ein bisschen die Geschichte. Wir brauchen halt 20 für die Brücke. Und wir bräuchten nochmal 20, um diese zweite Stadt auszubauen. Natürlich rein vom Gold her wäre es natürlich schöner, wenn man diese zweite Stadt sofort mit ausbauen würde. Aber wir wollen eigentlich auch eben diese Trolle natürlich haben, weil die sind halt wirklich essentiell stark und wichtig für uns. Und von daher, an der Logik werde ich jetzt erstmal an der Stelle nichts ändern. Das hängt natürlich davon ab, was man hier spielt, wenn man jetzt andere Truppen hat oder so. Also einen anderen Helden oder so, da macht es vielleicht auch Sinn, die andere Stadt zuerst aufzubauen. Aber um überhaupt losziehen zu können und hier die ersten Feinde bei uns zu besiegen, denke ich mal, brauchen wir einfach diese Trolle. Und daher kommen wir hier natürlich mal her. Das kostet natürlich ein bisschen was, aber so ist es halt. Und die Jungs brauchen wir auf jeden Fall auch. Genauso wie wir die Jungs hier brauchen. Zack. Und ja, das wird jetzt natürlich schon ein bisschen teuer hier. Aber wir sehen ja, dass wir hier nochmal jede Menge Gold mitnehmen. Von daher wird das schon passen. Wir werden jetzt hier mal schauen. Wir kriegen nochmal den Barbaren hier. Genau. Und der bringt jetzt ja auch nochmal Truppen mit. Und wie schon gesagt, er kann jetzt halt hergehen. Was ich halt eben vorher nicht wusste. Die kann er einfach rübergeben und dann zack. Gib ihm mal 19 von deinen 20 und dann sieht das doch schon wesentlich besser aus. So, du kannst jetzt hier auf jeden Fall schon mal einsammeln. Ja, das heißt, später werden wir natürlich dann auch hier noch ein bisschen weiter ausprobieren. Bauen, ja, das passt dann schon. Also wenn dann die nächste Woche anfängt, könnte man vielleicht sogar einen neuen Helden von hier unten aus rekrutieren und mit denen dann die Sachen aufnehmen. Das werden wir mal sehen. So, jetzt haben wir nicht schon wieder ein bisschen mehr Geld hier. Und genau, hier gibt es zum Beispiel jetzt diese Feen. Bauen müssen wir sowieso durch. Ja, gut. Jetzt nicht wirklich viel gemacht. Machen wir mal diesen 1 hier. Feen sind natürlich ein bisschen nervig. Wenn jetzt hier oben nur der Feenkreis ist. Na gut, müssen wir uns halt mal anschauen. Ah, die möchten sich uns anschließen. Das ist natürlich auch okay. Die nehmen wir jetzt ja auch erstmal mit wegen mir. Ist da außen rum, ha? Na gut. Okay, dann lass mal Zug 1 soweit. Dann haben wir schon mal wieder diese freie Stadt hier gesehen. Machen wir mal los. Du brauchst natürlich trotzdem erstmal Erfahrung hier. So, du kannst ja natürlich trotzdem so ein bisschen mit die Sachen mitnehmen. Also man könnte das jetzt, da er jetzt hier so ein Beispiel momentan noch nicht weiter runterkommt, da könnte man jetzt hergehen hier und sagen, er könnte jetzt zum Beispiel die hier rübernehmen, dann hat er nur noch mittelschnelle Einheiten und kann sich in der nächsten Runde mehr bewegen. Und er bleibt jetzt einfach mal hier. Und wie schon gesagt, hier warten wir jetzt noch, bis die nächste Woche beginnt. Hier können wir noch nichts weiter bauen, wir könnten die Magiergilde auswandern, das wollen wir nicht. Pyramide ist ja als nächstes wichtig, braucht man natürlich dann auch noch 20 Erze, allerdings auch noch die Kristalle. Ich denke mal, dass wir da fast zuerst dann diese Stadt hier mal mit ausbauen sollten. So. Kannst du ihm mal seine Orks wiedergeben. Weil die jetzt für die Bauern wahrscheinlich nicht unbedingt brauchen. Also sind schon dann hilfreich. Schaden hier. 67, ne? Okay. Und das ist natürlich super vom Erz her.
Weil somit können wir natürlich hier sofort ausbauen und haben auch schon mal genügend Erz auch für die nächste Geschichte. Hm. Da kommt quasi schon mal Geld rein. Ich rekrutiere jetzt euch schon mal, nicht, dass wir nochmal so einen Pestmonat oder sowas kriegen. Wie gesagt, da kommt ein neuer Held von da hinten, der das mal mitnimmt. Du kommst auch nochmal mit hier runter. Du könntest, geht das? Ne, geht nicht mehr. Na gut. Okay. Du? So, wir haben gesehen, hier drüben sind schon mal irgendwelche Elfen und andere Bogenschützen. Eigentlich normale Schützen, ja. Sehr schön. Auch wenn wir wahrscheinlich nicht so viel in Anführungszeichen dort Holz sogar. Na gut, es gibt viele Bauten von unserer Fraktion hier, die Holz benutzen. Und daher ist vielleicht gar nicht so schlecht. Höhle nicht. Wir wollen natürlich früher oder später dann auch hier die Trolle mit haben. Ich heb mir jetzt das Geld erstmal auf, weil wir in der nächsten Runde auch noch so einen Helden rekrutieren wollen. Wir sind jetzt halt gerade bei 7. Da könnte man natürlich dann die Wölfe nochmal zusätzlich mitnehmen. Ja, das macht vielleicht schon Sinn. Und dann sehen wir einfach, wie viel Geld wir da halt haben werden. Gruppe Elfen. Viele Schützen. Ja. Hier wird es schon ein bisschen schwieriger wie die Bauern, logischerweise, aber... Ihr seid ja sowieso, in Anführungszeichen, hier Fallobst, von daher passt das schon. Mal hier einfach so geschenkt bekommen. Und die können ja ruhig die Trolle angreifen, das stört uns ja erstmal nicht. Diese Tasche, die noch mal mehr Geld gibt, sehr wichtig. Okay. Alle Behausungen ganz normal. Ah, wir kriegen noch einen Barbaren, sehr gut, weil er hat halt wieder die dazu passenden Truppentypen dann auch gleich. Und ich denke mal, das ist schon das, was dann mit am meisten Sinn macht hier. Du kommst jetzt. Ich meine, du müsstest sowieso auch erstmal das Gold so wieder mit einsammeln. Obwohl, ja, passt schon. Herr mit denen. So viele Wölfe, wie du tragen kannst. So. 500. 500 oder sowas, ja. Dann mal hier hin. Und hauptsächlich natürlich erstmal die Trolle hier weitermachen. Gruppe Soldaten, die hatten, ich denke, schon ein bisschen was ausgehalten. Das heißt, ihr könntet euch natürlich mal so ungefähr ein bisschen abstimmen da oben. Wagenlager, da konnte man diese Nomaden oder so anfordern. Du bleibst jetzt mal hier. Oder versuchst du noch vorher die hier unten zu erledigen? Gruppe Oger. Die halten, denke ich, auch ein bisschen was aus. Also ich denke, bei den Elfen hier drüben ging es ja nicht wirklich weiter. So, und Geld haben wir jetzt nicht mehr, um irgendwas auszubauen. So.
Ihr müsst her, das ist wichtig. Seid auch immer wichtig. So. So, du kannst jetzt zum Beispiel alles mitnehmen hier. Zack, zack. Genau, du kannst dann mit ihm switchen. Habe ich das richtig gelesen? Ja. Und 7, also. Achso, ja. Hätte ihn natürlich eingeben sollen, machen wir mal so rum. Das heißt, du bist jetzt der Nächste in der Linie. Genau. Und du putzt dir mal die Truppen hier ab. Zack. Einen von denen vielleicht. Wenn du halt einen Wolf behalten würdest, das hätte halt den großen Vorteil. Ja, machen wir vielleicht mal so. Dass du dich schneller bewegen kannst. So. Ja, häufig hatten wir sie in der Mitte gehabt. Jetzt weiß ich nicht, ob uns das unbedingt noch so gefallen muss. Ne? Lassen wir das vielleicht mal so rum. Okay, das Artefakt wollen wir natürlich auf jeden Fall haben. Und das war, wie schon gesagt, so ein Kampf. Ich denke, da hatten wir letztens erst noch diese 3 Trolle. Jetzt haben wir eben schon 8. Das war natürlich schon einen gewissen Unterschied. Und da hat man auch einiges an Wölfen oder so verloren. Das sollte jetzt natürlich hoffentlich nicht passieren. Du bleibst, wo du bist. Ja, weil die halten ihn doch schon ein bisschen was aus. Du musst mal warten. Also du bist zwar theoretisch Anführungszeichen Fallobst, aber... da oben angreifen können. Gut, also haben die wenigstens noch mal was draufgehauen hier. Okay. Ja, das denke ich mal definitiv ganz okay. So, und das Ding, wenn wir uns richtig entsinnen, gibt uns, naja, fast 1000er pro Tag. Das sollte sich auf jeden Fall ausgehen. Das gibt uns irgendwie mehr Wissen oder sowas. Ja, wird schon passen. 400, so Geld haben wir nicht mehr wirklich, also ist das mal okay. Und der dritte Mann kann dann natürlich weiterhin dann hier Einheiten und so abfassen. So, Erz haben wir wieder. Einiges. Wir bräuchten natürlich irgendwann dann also die nächste. Das könnten wir schon bauen, ne? Pyramide braucht dann halt nochmal 20. Die Brücke braucht halt auch nochmal 20. Ja, ist schon ein bisschen was an Materialien, aber wir haben momentan noch keine Kristalle. Also macht es ja auch noch nicht wirklich Sinn, da was anderes dort herzunehmen. Wenn es einmal um diesen Zwischenschritt jetzt schon zu haben, ja, vielleicht schon. Na gut, es muss jetzt nicht unbedingt jetzt sofort sein, das ist jetzt Tag 3. Ja, wir schauen das mal, wie wir da zurechtkommen. So, Erfahrung bitte. Level up. Was sieht denn hier aus? 3-3. Gut, ist ein bisschen aufgeteilt hier. Das müsste Wissen erhöhen oder sowas, naja. Plus 3 Wissen, na gut, das ist durchaus mal hilfreich. So, dann machen wir hier natürlich wieder diesen Trick. Also, wichtiger ist ja, dass er jetzt weiter laufen kann.
kommst dann auch schön weit. Man könnte sich überlegen, wenn noch eine nächste Woche ein anbricht, dann noch einen Held von ganz hinten zu nehmen, aber... Also von hier nochmal einen neuen loszuschicken, der dann hier die Truppen aufsammeln und davor zu, aber... Das kannst jetzt, denke ich, auch du nochmal machen. So, du hast jetzt die Truppen genommen. Das ist okay, er wird dann ja hier runtergehen, also beweg du dich auch schon mal ein bisschen in die Richtung, damit es dann kürzer für dich wird. Also, du musst ihn ja... Na, ist ja egal, er kann ja bis hierhin gehen und dann gibst du ihm halt die Truppen wieder. Machen wir das mal so. Weiß nicht, ob hier oben sich schon was getan hat. Noch ist das hier neutral, ne? Ja. Das hat man ja letztens mal auch gesehen. Also der hat ja, denke ich, war nicht mal möglich, den sozusagen das beim ersten Angriff oder so zu übernehmen, wenn ich das noch richtig im Sinn habe. Das ist schon irgendwie recht amüsant. So, die ist hier hin. Du gibst dir mal alles wieder. Irgendwie. Also eine Sache, die wir auf jeden Fall schon mal bauen können, ist natürlich das hier. Ja. Ja. So. Dann kannst du nächste Runde ja wieder schneller sein. Ist jetzt erstmal nicht so wichtig, aber passt schon. So. Oga. Wollen sich uns nicht anschließen, na gut. Aber die sind halt sehr langsam, von daher sollte das ja eigentlich wirklich kein Problem sein. Selbst wenn die hier ein bisschen was aushalten. So, und hier drüben gibt es nicht, denke ich, nur so ein Gläschen hier, also so ein, wie nennt sich das Zeug? Ah, sehr schön. Wir werden jetzt quasi diese Runde nicht mehr kämpfen. Das heißt, du kannst ihm schon mal wieder ein bisschen was abnehmen, ein bisschen frickelig hier, aber es hilft uns halt schon. So. Nächste Runde auch wieder viel Movement hast. Das könnt ihr theoretisch auch eher einsammeln. Ja. Du bleibst erstmal hier. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis wir hier wieder rum sind, aber gut. Haben wir hier noch irgendwas? Ja. Also, wir warten aber noch darauf, die Pyramide bauen zu können. Also lassen wir mal lieber hier das Gold momentan noch stehen. Ja, haben wir wahrscheinlich dann noch mehr übrig, aber gut. So, das kannst du erstmal mitnehmen. Okay, bis dahin musst. Dann macht er mal so. Achso, das hat er schon. Und Kristalle. Zack. 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 Achso, ja, weil du jetzt hier angreifen willst, ne? Genau. Der Spießträger. Ja. Wird schon ein bisschen eine Herausforderung sein. Also diesen einen Schrein, da brauchen wir nicht hin, weil wir da noch nicht zaubern können. Ah, okay. Wir wollen ja aber noch ein bisschen was hier.
nicht vergelten gegen die. Das passt schon. Na gut, die Wölfe noch einmal angegriffen, oder? Die Orks. Ah, genick. Niemanden verloren von denen. Na gut, ein Wolf ist mal okay. Wir hatten ja erwartet, dass es ein bisschen in Anführungszeichen anstrengender hier wird. Kommst jetzt nicht ran, ne? Na gut, ist egal. Also wenn man jetzt mal eine Runde oder so hier, das ist jetzt, denke ich mal, nicht das Ende der Welt. Okay. Angriff und Verteidigung sind, denke ich, auf jeden Fall schon mal wichtig. Wir werden uns... wir hätten natürlich mal schauen können, was er für Zauber gab. Friedhof. Ja, ohne, dass wir diese Zyklopen oder sowas haben, würde ich das jetzt mal nicht angehen wollen. Soll nicht mehr ewig lang dauern, bis wir die bekommen, aber... Genau, Sorpegal. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall auch einnehmen. Und hier unten war ja dann diese Goldmine, die ist natürlich auch wichtig. Das ist einfach mal zumindest sehr hilfreich. Dafür lassen wir dann das hier offen. Ja, das ist erstmal okay. Hat nicht ganz so viel Schaden gemacht. Kommst du nicht mal wieder nicht bewegen? Du musst wahrscheinlich erstmal hier bleiben. Angriff, sehr schön. Bräuchten nochmal, ja, wenn wir das jetzt sofort ausbauen, das bringt uns natürlich nochmal mehr Geld ein. Und auf die Kristalle warten wir eh, aber es ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Wir haben halt hier noch Sachen, die wir theoretisch auch ausbauen wollten. Eine zweite Pyramide wäre, also zumindest eine zweite Brücke wäre natürlich schon nicht schlecht. Für eine zweite Pyramide bräuchte man dann theoretisch erstmal mehr Kristalle pro Tag, um die ganzen Einheiten rekrutieren zu können. Dann könnte man eine kleine Diebesgilde und sowas noch verbauen, aber theoretisch brauchen wir es jetzt auch nicht unbedingt. Ich meine, dieser Schritt hier nützt uns halt erstmal nichts, weil wir die Ogre nicht haben wollen. Ja, ich denke mal, wir können das hier schon mal ausbauen. Das ist dann doch schon mal ein kleiner Steigerungsfaktor nochmal für die Einnahmen. Ist ja schon bei 4000, kann man sagen. Dann gehst du mal da runter. Du wartest. Ja. Dann geht's hier mal los. Okay, zur Wölfe haben wir was abbekommen. Kann ich auch gleich angreifen. Diese Einhörner. Ich denke, die haben sich uns beim letzten Mal sogar angeschlossen, oder? Wie das war.
könnte sich dann schon mal so also ungefähr wieder auf den Rückweg machen, weiß ich jetzt nicht. Es gibt ja hier noch andere Einheiten, die man sich dann nehmen könnte, aber schon mal hier ein bisschen erkunden. Na gut. Sonst fehlen noch Kristalle, genau. Das heißt, wir könnten theoretisch wirklich mal diesen einen Wolf vielleicht mal raus haben. Vielleicht kriegen wir das ja wirklich hin. In neutral müsste das sein, ne? Genau. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht riesig. Ach doch. Sehr schön. Mal 8 Einhörner. Ich meine, das ist ja gar nicht mal so wenig. Und was haben wir hier noch? Rabbit's Paw. Das gibt ein bestimmtes Glück dazu. Okay, jetzt haben wir Diebe. Das wird jetzt ja kein Problem sein. Das sollte wahrscheinlich nicht mal ein Einhorn sterben. Genau. So, und das sollte unser Glück bringen wahrscheinlich. Weil wir Glück im Kampf. Genau. So, Gold. Jetzt geht's richtig los hier. 4000 pro Tag. Wir haben ja mittlerweile auch schon wieder ein bisschen was angehäuft. Also wie schon gesagt, wir brauchen halt hier mal die Kristalle hier. Da will ich auch keine Magiergilde oder sowas ausbauen. Risse und Hexe. Ja. Okay, das können wir natürlich schon mal machen, ja. Achso, ja, genau. Es hat sich ja jetzt auch erhöht. Das ist okay. Das heißt, du ziehst auf jeden Fall dann auch schon mal los. Weil nur weil wir das jetzt in diesem Zug nur das andere noch nicht bauen können, heißt ja nicht, dass wir nicht hier schon mal die Einheiten anheuern können. Die anderen, die da sind. Ja, und da sieht man schon, wie da das Geld hier drauf geht. So. Beziehungsweise du machst es mal wieder so, wenn du viele Bewegungspunkte bekommst, weil du bleibst ja jetzt erstmal da. Und. Na, du könntest jetzt entweder weiter erkunden. Sehen wir es ja nicht kommen. Oder gehst schon mal zurück, damit ihr euch dann wieder zwischendrin die Einheiten einfach übergebt. Sozusagen auf halber Strecke. Jetzt müssen wir erstmal genügend Geld haben. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ein bisschen vorgehen. Ich denke schon, dass wir jetzt wesentlich schneller wie beim letzten Mal sind. Wir können nochmal den Zweier selber. Das ist jetzt, denke ich, erstmal nicht wichtig. Also momentan haben wir ja noch keine Interaktion mit dem Feind. Der hat auch das hier oben noch nicht eingenommen. Nochmal weiter. Okay, jetzt haben wir mal schön nochmal Angriff, Verteidigung ein bisschen dazu bekommen. Das hilft uns natürlich schon. Praktisch willst du jetzt eigentlich dahin? Hier könnte sein, dass uns jetzt ein paar Goldstückchen fehlen, genau. Dann warten wir da noch eine Runde. Und hier gibt es jetzt aber für dich erstmal nichts wirklich zu tun, weil auf den war das. Dann gehen wir ein bisschen in die Richtung, nimm den mal was ab. Ja, mehr Bewegungspunkte bekommt er jetzt ja eh nicht mehr. Du kannst das jetzt machen. So. Sehr schön. Und dann hat er nächste Runde wieder ein bisschen mehr.
So, jetzt fehlen uns hier ja dann die Kristalle, um da hier sozusagen da noch vollständig anzuheuern. Können wir ja nochmal mitnehmen hier. Zack. So. Zwei. So, das sind ja erstmal alle, die wir hier sofort haben können. Das heißt, ihr zieht mal los. So weit halt geht er so irgendwo hier unten hin. Du gibst ihm mal seine Truppen. Du nimmst dann deinen einen Wolf wieder. Er kann er sich hier schon mal fast bis ganz hin machen. Ah, nee, ich darf sogar angreifen. Okay, mal ein paar Elfen hier. Du kannst die auf jeden Fall schon mal ein bisschen blocken hier. Geklappt. Er hat sich hier oben schon mal auf den Weg gemacht. Das heißt, ihr könntet schon mal versuchen, euch irgendwo wieder zu treffen. Wir haben Geld und theoretisch auch noch ein bisschen Erz übrig. Also in unserer ersten Stadt müssen wir nichts mehr weiter ausbauen. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch hier nochmal weiterbauen. Aber wir wissen auch, dass wir noch auf eine weitere Stadt treffen werden. Vielleicht macht das mehr Sinn, dann dort wieder 20 Erz zu haben, um die auszubauen. Na, mach das mal so. So. Du kannst eigentlich so weit gehen, wie du kannst. Und dann kannst du ihn ja mal begrüßen. Du hast 29, also gibst ihm mal 28 an der Zahl. So, bist du nicht wieder bei einem. Und du hast jetzt diesen schönen großen Trupp hier, den du mal an die Frontlinie, wenn es geht, verfrachten möchtest. Wie viel wir Edelsteine schon gefunden haben, da haben wir jetzt wirklich unendlich viel davon. Also, wenn man das ja jetzt auch ausbauen wollte, ist das ja, denke ich. Na gut, Labyrinth brauchen wir, aber auch nicht so viel. Ja, könnte man sich jetzt überlegen, ob er bis zum Schwarzen Turm kommt. Also wir haben jetzt ja Schwefel, wenn wir sogar relativ zeitig dieses Mal haben, aber uns wird es dann wahrscheinlich an Erz fehlen. Turnover. So, du hast jetzt den vollen Trupp hier. Du gehst schon mal wieder zurück. Und dann wieder Truppen einzukassieren. Ey, das sollte hier ja auf jeden Fall mal klappen. Na gut, ich meine, für sowas können wir uns mal eine zweite Diebesgilde kaufen. Mein Holz haben wir als genügend. Dann kann man hier nochmal ein bisschen näher reinschauen, aber das ist jetzt ja hier kein Problem. So.
Verteidigung. Es fehlt noch Erz, ne? Genau. Aber hier. Du hast momentan keine Wölfe dabei, stimmt's? Ne, wenn wir dafür diese Einhörner haben. Das ist aber nicht so schlimm. Ja, wir haben ja die Feen nicht mehr. Und dann kannst du die mal mitnehmen. Wenn dann die Zyklopen kommen, nehmen wir natürlich lieber die mit. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was hier unten alles war. Das sind Kristalle. Ja, wenn man es ganz genau weiß, kann man sich da sicherlich noch ein paar Moves und so sparen. Das ist schon klar. Jetzt ins Hauben. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch Sachen, die uns interessieren. Nächstes Mal kommt die nächste Woche. Ja, das sollte erstmal passen. Moment, haben wir jetzt genügend Erz? Das sind jetzt schon Einnahmen hier. Wo war der jetzt hier, ne? War noch nicht. Ja, ne, werden wir schon sehen. Ja, nee, du. Artefakt, so auf jeden Fall. Macht keinen Sinn, wenn du so rum durchläufst.